Ja, ich muss schon zugeben, im Moment macht es nicht so großen Spaß, im Internet nach Neuigkeiten rund um Gold und Silber zu schauen. Die Edelmetalle kriegen im Moment, Anfang August 2018, kräftig auf die Fresse. Das kann man nicht anders sagen. Ein Tief jagt das nächste und man wartet auf die nächsten Hochs. Und manche von euch warten sicherlich auch schon auf die Motive der Edelmetallanlagemünzen für das Jahr 2019. Das Jahr 2018 hat ja noch ein paar Monate, aber die ersten Prägestätten fangen jetzt schon an mit den Vorbereitungen für ihr Ausgabeprogramm für das nächste Jahr. Und eine Prägestätte, die immer sehr früh dran ist, ist die Perth Mint aus Australien, die ja auch bei den meisten Edelmetallanlegern besonders beliebt ist, mit Koala, mit Kookaburra und den anderen Motiven, insbesondere Tiermotiven, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Offiziell ist es so, dass die Motive für das Jahr 2019 erst im September veröffentlicht werden dürfen. Manche Journalisten kriegen die Möglichkeit, vorher draufzuschauen, müssen aber eine Stillschweigevereinbarung unterzeichnen, und insofern gibt es im Moment eigentlich nirgendwo die Möglichkeit, die Motive für das Jahr 2019 der Perth Mint schon zu kennen. Es gibt jedoch eine kleine Hintertür, die auch völlig legal ist, und das ist dieses Dokument, was ich hier in der Hand halte. Ich halte das auch mal in die Kamera hinein. Das nennt sich Currency Perth Mint Determination Nummer 4 2018. Hier ist auch das australische Staatswappen zu sehen. Und das hier ist, wenn man so will, so eine Art Gesetzblatt. Das ist womöglich nicht hundertprozentig korrekt, aber so ähnlich wie in Deutschland ein Gesetzblatt, in dem neue Gesetze und Verordnungen veröffentlicht werden. Und hier gibt die australische Regierung 3 bis 4 Mal im Jahr bekannt, welche Münzen demnächst geprägt werden und welche Eigenschaften diese Münzen haben. Also da wird dann ganz genau im Detail erklärt, welches Edelmetall das ist, wie viel diese Münze maximal wiegen darf, welchen Durchmesser sie hat, also die ganze Technik drumherum. Und das sind dann, wie man hier so sehen kann, mehrere Seiten eng bedruckt mit Erläuterung. Das Spannende hier dran ist, dass einmal im Jahr eben auch die Motive der Silberanlage und Goldanlagemünzen hier drin vorgestellt werden, nicht im Bild, aber mit einer Beschreibung. Und das ist der erste Hinweis darauf, was man im nächsten Jahr auf den Gold- und Silbermünzen aus Australien sehen kann. Und es ist ganz spannend, wenn man da mal reinguckt. Da wird dann im Detail beschrieben, wie die einzelnen Münzen aussehen. Es gibt ja bei manchen Münzen wenig Überraschungen und bei anderen dann umso größere spannende Überraschungen. Wenn man hier zum Beispiel reinschaut bei der goldenen Känguru-Anlagemünze, also Känguru-Anlagemünze, bisschen, ja, dann steht hier, ich lese das einfach mal auf Englisch vor: A design consisting of a circular border and in the foreground, partially obscuring the border, is a representation of a kangaroo atop a grassy mound with stylized trees and sun in the background. Also hier altbekannte Motive oder Gestaltungselemente zu finden: ein begraster Hügel, stilisierte Bäume, die Sonne im Hintergrund, also so wie die Känguru-Münze auch in manchen vergangenen Jahren zu sehen und gestaltet war. Spannend ist aus meiner Sicht die Gestaltung der Kookaburra-Silbermünzen für das Jahr 2019. Da ist nämlich zu lesen hier in diesem Gesetzestext: Representation of a Kookaburra perched on a branch, partially submerged in a body of water and stylized sunset, grass and a tree in the background. Also auch hier wieder ein Sonnenuntergang, Gras, ein Baum und das Spannende, ein Ast, der teilweise in das Wasser ragt. Also dürfen wir uns hier nach dem wirklich schönen Motiv mit dem Vollmond aus dem letzten Jahr, den ich hier einmal habe, wenn er denn scharf stellen mag, genau, hat die Perth Mint sich für den Kookaburra wieder etwas Besonderes ausgedacht und wird den Kookaburra auf einen Ast setzen, der teilweise im Wasser verschwindet. Also da freue ich mich schon sehr drauf, auf dieses
Motiv und bin gespannt, wie die Perth Mint das Ganze umgesetzt hat. Beim Koala gibt es wenig spannende Neuigkeiten. Da ist einfach hier formuliert, ein Koala perched on a branch with leaves in the background. Also das, ja, so wie der Koala eigentlich jedes Jahr gezeigt wird, auf einem Ast mit einer Ästen im Hintergrund. Spannend wird es dann wiederum bei den Luna-Münzen, die ja auch schon im September präsentiert werden. Da ist es so, dass hier es ja zwei verschiedene Gestaltungen gibt. Einmal die Luna-Münze in Silber und dann ein etwas anderes Motiv auf der Gold-Luna-Anlagemünze. Und da wird es ja im nächsten Jahr ganz besonders spannend, wie die Perth Mint es schaffen will, ein Schwein auf diese Münze zu bringen. Denn 2019 ist das Jahr des Schweines. Und das Schwein ist ja nun nicht unbedingt das schönste aller Tiere, hat sicherlich auch innere Werte und da spreche ich jetzt nicht nur vom Schnitzel. Aber das wird schon spannend sein, wie man ein Schwein ästhetisch ansprechend auf eine Münze bringen will. Und in diesem Gesetzestext ist zu lesen, dass auf der Gold, die Gold-Lunar-Münze ein großes Schwein zeigt, auch wieder ein A Pig with Flowers, Rocks and Grass, also mit Blumen, Steinen und Gras. Aber es wird auf der Goldmünze nur ein großes Schwein geben. Auf der Silbermünze wird es dann so sein, laut Gesetzestext, wieder A Representation of a Pig and its Piglets. Und hier also ihre Schweinchen, die Jungen. Das heißt also, auf der Silbermünze wird nicht nur ein Schwein zu sehen sein, sondern es wird womöglich ein Muttertier zu sehen sein und drumherum viele kleine Glücksschweinchen, was sicherlich ja, Sympathiepunkte bringen wird bei diesem Motiv und das ganze Motiv etwas auflockern wird, damit da jetzt nicht nur so ein lebendes Stück Fleisch auf der Münze zu sehen ist. Was noch spannend ist, wenn man diesen Text mal durcharbeitet, ist, dass die Perth Mint offenbar auch eine Dreiviertelunze Platin plant, mit dem Wedge-Tailed Eagle drauf zu sehen. Also, obwohl der Platinpreis ja im Moment im freien Fall ist, wenn man so will, will die Perth Mint offenbar hier eine Platinmünze rausbringen mit dem Wedge-Tailed Eagle. Und für Sammler sehr spannend, eine 5-Unzen Silbermünze mit dem Schwan. Also das beliebte Schwanmotiv, was ja 2018 jetzt schon zum zweiten Mal rausgekommen ist, wird es nochmal in einer XXL-Variante geben. Das also die spannenden oder weniger spannenden Entwicklungen von der Perth Mint. Bald wissen wir auch mehr. Ich werde auch in meinem Kanal, sobald es offiziell und legal möglich ist, die Motive für das Jahr 2019 euch präsentieren. Deswegen bleibt unbedingt hier auf diesem Kanal dabei und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert ihn gerne. Und da wird es dann in den nächsten Monaten die eine oder andere Neuigkeit von der Perth Mint geben. Generell der Fahrplan der Perth Mint für ihr Ausgabeprogramm wird so sein, dass Anfang September die Luna-Münzen veröffentlicht werden und dann auch in den Verkauf gehen werden. Dann im November 2018 folgt der Kookaburra und im Januar 2019 ist der Koala dran, dann an der Reihe. Alle Motive werden aber Anfang September präsentiert von der Perth Mint und auch bei mir auf dem Kanal. Ich bin sehr gespannt darauf, also insbesondere auf den Kookaburra im nächsten Jahr. Der wird dann wohl auch wieder seinem Image als ja, einer der schönsten Silberanlagemünzen gerecht werden. Und ich bin auch gespannt, wie die Perth Mint es schafft, das Schwein in Gold und Silber zu verewigen. Bleibt gerne bei diesem Kanal dabei, bleibt dran. Ich freue mich darauf, bald wieder für euch zu berichten. Und ich werde sicherlich auch diese offiziellen Regierungsmitteilungen der australischen Regierung im Blick behalten. Denn da wurden auch, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, für das Jahr 2018 auch noch ein paar besondere Münzen angekündigt. Es war beispielsweise geplant, eine 1,5 Unzen Silberanlagemünze Freshwater Crocodile anzubieten und auf den Markt zu bringen. Also eine XXL Silberanlagemünze mit einem neuen Tiermotiv. Diese Münze haben wir jetzt bis August 2018
noch nicht gesehen, obwohl sie im Laufe des Jahres erscheinen sollte. Da bin ich mal gespannt, ob die australische Regierung sich das anders überlegt hat oder ob das vielleicht eine der nächsten Münzen aus Australien ist, die von heute auf morgen in irgendeinem Online-Shop auftaucht und uns dann positiv oder negativ überrascht. Ich bleibe für euch dabei und ja, freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video und auf das nächste Perth Mint Video mit euch als Zuschauern. Bis bald!